Moin, sind ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Im letzten Part haben wir uns endlich aufgemacht. Lange musstet ihr warten, aber endlich haben wir uns aufgemacht zum Geisterschiff. Und heute werden wir rausfinden, was dort los ist. Aber doch vorher müssen wir noch diese Kiste öffnen, die ich beinahe vergessen hätte. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Und dann geht es aber auch munter auf Richtung Geisterschiff. Ein schwerer Helm, Grog, Bolzen und ein Rezept für den Trank der Ehrfurcht. Nehmen wir das mal alles mit und dann kann man hier irgendwo klettern. Ne, dann gehen wir lieber mal. Gehen wir mal vorsichtig runter, wa? Und dann schwimmen wir nochmal rüber. Und dann gucken wir mal, wer da jetzt lauert. Wahrscheinlich hätte ich erstmal das große Schiff holen sollen, damit er dann nicht gleich sagt, nein, ich kann nicht mitkommen, du brauchst erst ein richtiges Schiff. Aber das werden wir dann ja gleich sehen. Wir gehen jetzt erstmal gucken. Ich bin ein bisschen neugierig. Ich hoffe, das ist auch das richtige Schiff, die das jetzt beim Falschen bin, aber ich glaube nicht. Nur mal sehen. Hallo? Niemand zu Hause? Also hier ist niemand. Ich habe das Gefühl, ich habe Scheiße gebaut. Ach, vielleicht ist er da hinten drin. Das sieht doch... oh. Seelenschmitter Mendoza. Hallo. Uiuiui. Wie siehst du denn aus? Oh, verdammt nochmal. Wer wagt es, meinen Seelensplitter zu berühren? Ups. Ich schätze, das war dann wohl ich. Mendoza. Elende. Ich bin Inquisitor Mendoza. Und du hast das Verbrechen deines Lebens begangen. Ich sollte dich auf der Stelle in 1000 Stücke zerreißen. Du solltest in siedendem Öl baden und dein Fleisch soll dir vom Leib faulen. Okay, ich habe es kapiert. Du bist echt sauer. Verflucht seist du, du stinkender Haufen von einem. Schluss damit, das Gebrüll hält ja keiner aus. Schon gut, ich wollte dich ja nicht verärgern. Wir machen jetzt mal, wir werden mal ein bisschen den Alpha-Mail raushängen lassen jetzt hier, ja? Schluss damit, das Gebrüll hält ja keiner aus. Du kennst die Bedeutung des Wortes Leiden noch nicht. Aber bald schon wird sich das ändern. Unsinn. Du kannst mir nichts anhaben. Du bist nur ein Geist und dieser Seelensplitter hier scheint dir unheimlich wichtig zu sein. Treib es nicht so weit, Bursche. Auch wenn ich ein Geist bin, meine Kampfkraft habe ich selbst im Schattenreich nicht verloren. Wäre es dir lieber, wenn ich deinen Seelensplitter ins Meer werfe? Nein! Untersteh dich, du! Na was? Zur Hölle mit dir! Einen Geist als persönlichen Lakaien habe ich mir schon immer mal gewünscht. Einen Geist als persönlichen Lakaien habe ich mir schon immer gewünscht. Der Spott soll dir im Halse stecken bleiben. Also, was willst du von mir? Wenn du so stark bist, dann kämpfe mit mir an meiner Seite gegen das Schattenreich. Ha! Du willst es mit den Schergen und Kreaturen der Unterwelt aufnehmen? Nur zu, es wird mir ein Vergnügen sein, mit anzusehen, wie sie dich fertig machen werden. Wo ist dein Schiff, du großer Held? Meine Schaluppe liegt im Süden vor Anker. Meine Schaluppe liegt im Süden vor Anker. Ha! Schaluppe? Vergiss es. Du wirst dir erstmal ein ordentliches Schiff besorgen, Bursche. Erst wenn du mit einem großen Schiff gegen das Schattenreich in See stichst, werde ich an Bord sein. Das ist dein Wort. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Wir werden sehen. Ja, fahr zur Hölle. Wunderbar, dann haben wir jetzt auch den Inquisitor am Start. Er hat leider eine neue Stimme. Es ist die Stimme, die kennen wir auch von diesem anderen Piratenspiel, was so unfassbar schrecklich war. Black Flag war Assassin's Creed. Raven's Cry. Raven's Cry und dann irgendwas. Das war so fürchterlich, dass zum Release die Damen, also da sind halt NPCs rumgelaufen und teilweise haben die halt im Stehen gepinkelt, aber selbst die Frauen haben diese im Stehpinkel-Animation gemacht. Und dann hattest du irgendeine Frau auf dem Pier stehen in einem Kleid und die hat dann halt so im Stehen gepinkelt und dann den Pippi-Strahl da vorne weg gehabt. Das war so unfassbar schlecht. Und da hat er den Hauptcharakter gesprochen. So, ich würde sagen, wir gehen mal zum Hafen. Gucken erstmal, ob wir uns das Boot holen können. Also Schiff. Und wenn wir das dann gleich haben, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal dran, die ganzen Leute zu rekrutieren, die noch überall rumlaufen. Und ja, dann machen wir erstmal weiter. Ich würde sagen, dann erstmal weiter Nebenquests abarbeiten, bevor wir uns der Main-Quest des Rituals widmen. Wir müssen noch eine Flasche Wein finden für den einen Magier. Und ich denke, mit Glück können wir nämlich dann auch auf die nächste Magierstufe upgraden. Und diese Steine müssen wir noch einsammeln. Da könnten wir aber, glaube ich, alle gefunden haben inzwischen. Weiß nicht, ob da noch jemand fehlt. So, mit wem muss ich denn hier reden? Wen kann ich denn hier mal anschreien? Hallo, Sida vielleicht? So,
Ab jetzt führe ich die Galeere der Magier. Aber... Keine Widerrede. Der Befehl kommt von ganz oben. Na schön. Aber wehe, sie bekommt einen Kratzer, dann kriegen wir Ärger. Ich mach das schon. Ich bin Seefahrer. Wie du meinst. Befehl ist Befehl. So, ein großes Schiff, die glorreichen Sieben. Okay. Damit hätten wir das Schiff. Was ist denn, wenn die Magier unsere Hilfe brauchen? Dann werden sie sich schon melden. Aber wenn wir auf hoher See sind, wie sollen sie uns dann erreichen? Sie werden schon einen Weg finden. Es sind Magier. Hm, wie du meinst. Die können mehr, als du dir vorstellst, Bruder. Gut. Dann gehen wir jetzt einmal kurz ins Magierlager. Da werden wir den kleinen Gnom erstmal anheuern. Dann teleportiere ich mich kurz zum Schiff zurück, um mir Bones wieder zu holen. Für den Fall der Fälle, dass während wir hier rumlaufen, wobei es dürfte jetzt ja alles tot sein, werden wir erstmal eben schnell den kleinen Zwerg anheuern. Dann holen wir uns den Piraten, dann holen wir uns Patty. Dann holen wir uns noch den einen, bei den anderen Piraten, da den einen der Einwohner hier. Jafar, mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Sehr schön. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Leider haben wir da hinten irgendwie keinen Teleporter, aber da scheint doch keiner zu sein. Ich muss also nochmal wieder durch dieses Gebiet durchlaufen, aber ist ja kein Problem, das geht ja schnell. Let's go. Moin, da liegt immer noch der Gnom rum, freut sich seines Todes, ne? Und dann schauen wir mal, dass wir Mendoza am Start haben. Den würde ich gerne mitnehmen, alleine nur, um sein ganzes Gefluche anzuhören. Der ist bestimmt die ganze Zeit pissed. Ja, früher hatte er die Stimme von Xardas. Ich weiß nicht, warum man die nicht noch genommen hat. Ist der... Ich glaube nicht, dass der schon gestorben ist, weil ich glaube, ich habe den erst kürzlich nochmal wieder gehört. Die hat eine Zeit lang Werbung für Volksbanken, Raiffeisenbanken gesprochen. Das weiß ich auch noch. Also die Stimme von Xardas kommt dann immer mal wieder unter. Aber für mich wird er immer Xardas bleiben. Ich kann den leider echt... Es ist, hat er auch selber gesagt... Er spricht die Rolle auch echt gerne und so, aber Alter, er kann nichts anderes mehr sprechen. Jeder, egal was es ist und wenn der Volksbank Raiffeisenbanken Werbespot auf YouTube ist, irgendein Dudi schreibt immer drunter, hey, Skardas. Ja, es ist leider so. Ich glaube, ich würde es genauso getan. Die haben wir schon geleert. Ich check nochmal eben auch nebenbei die Truhen, ne? Wenn wir auch wirklich alles schon leer gemacht haben, dann holen wir eben noch Mendoza. Dann geht's zurück zum Schiff. Ja, dann sammeln wir erstmal den Rest ein und dann, ja, machen wir erstmal weiter Nebenquests, würde ich sagen, ne? Wir können auch in den Tempel reingehen, gucken, was da noch ist. Ja, nur am Schwitzen, der Junge, immer am Schwitzen, das ist unglaublich. Und wir müssen noch rausfinden, wo der Wein ist. Das müssen wir auch noch rausfinden. Vielleicht kann man ja, wenn man dann diese Quest aktiv hat, vielleicht zeigt er auf der Weltkarte dann das X an, dann wüssten wir auch genau, wo wir hin müssen bezüglich des Weines. Eieiei, du, der ist aber auch nicht der Fitteste, ne? Das liegt an dem Ganzen rum, ja? Das schlägt sich auf die Performance nieder, das ist so. So, und schwimmen. Und schwimmen. So. Mendoza! Wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Wusste denn jetzt, ist es jetzt verkackt oder war es das? Vielleicht ist er jetzt automatisch auf dem Schiff, wir werden es ja gleich sehen. Ich würde mal sagen, ich gehe mal zum Schiff zurück und dann sehen wir, ob er jetzt da ist oder nicht. Also Neron ist da. Kadett ist da. Wo ist denn Bones und so? Vielleicht müssen wir jetzt einmal mit dem Schiff in den See stechen, um dann... die anderen zu sehen. Ich würde sagen, das machen wir mal, weil noch steht das nämlich hier. Hauen wir mal ab. In See stechen. Dann stechen wir jetzt mal in See nach Acarigua. Ne, erstmal nach Kila. Da haben wir auf jeden Fall auch zwei. Ne, einen. Auf jeden Fall. Den einen, der da bei den Piraten rumsteht, den können wir anheuern. Dann sehen wir gleich, ob Mendoza dabei ist oder nicht. Ich denke, der wird schon dabei sein. So, mal schauen. Hey, hör mal. Mal los. Irgendwo vor der Küste soll ein großer, dunkler Fleck unter Wasser vorbeigezogen sein. Es heißt, er sei größer als ein Schiff. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch ich fürchte, wenn es uns angreift,
ist es zu spät, noch Fragen zu stellen. Mm. Also sei vorsichtig und rechne mit deinem Hinterhalt, wenn du in See stechst. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Du solltest mit deiner Crew sprechen. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere etwas Wichtiges zu sagen hat. Mach ich, wir fangen erstmal mit Polly an. Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Polly Pirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Rasier dich! Ich geh kurz mal pennen. Aber wobei, wir können mit den Leuten ja auch per Nacht reden, das macht ja nichts. So. Hat er noch was anderes zu erzählen, der gute Polly? Rasier dich! Rasier dich! So, Bones! So, jetzt gehören also auch Gnome zu unserer Crew, ja? Sicher. Ihr werdet euch schon vertragen. Das will ich hoffen, sonst gibt es Gnome-Ragout à la Bones. Das klingt eigentlich ganz lecker. So, wir haben einen Geist an Bord. Wir haben nun einen Geist an Bord. Ja, sieht ganz so aus, als hättest du den Inquisitor Mendoza persönlich hierher gelockt. Als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten. Ach, so schlimm ist das doch nicht. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Natur selbst regiert diesen Ort. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ihren Fängen verenden. Das hat der Dschungel so an sich. Vieles ist hier nicht so, wie es scheint. Also, traue deinen Augen nicht. Jo, dann quatschen wir mal mit den Leuten. Neron! Irgendwie wurde es mal wieder Zeit, aufs Meer hinauszufahren. Ja? Wie lange schiebst du denn schon deinen Dienst auf der Galeere? Für meinen Geschmack viel zu lang. Auf einmal hatten alle nur noch Augen für die Minen und die Kristalle. Und wir an Bord des Schiffes ließen sie einfach abwarten. Verstehe. Wen haben wir noch? Unser Schiff hier, die dicke Galeere. Voll gut. Endlich wieder ein vernünftiges Schiff. Edward! Dein Schiff ist prächtig. Ich hätte nicht vermutet, dass so ein abgerissener Typ wie du so etwas zustande bringt. Tja, da haben wir ja Glück, dass du dich getäuscht hast, was? Noch haben wir die größte Schlacht vor uns. Wir werden sehen, ob der Khan das überlebt. Noch mehr? Und was sagst du zu dieser Gegend hier so? Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Der Dschungel ist die Welt der Wilden. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht, können sie sehr nützlich sein. Du meinst als Sklaven? Ich dachte mehr an Waffengefährten. Aber wenn du mich so fragst, wer weiß. Irgendwann lege ich mir vielleicht einen zu. Alter, was? Ganz bestimmt nicht. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub. Hast du so etwas schon einmal gesehen? Oh, das ist sehr wertvoll. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du den Weg der Menschlichkeit verlassen hast. Du meinst, man kann dadurch menschlicher werden? Wie? Gib mir 5 dieser Häufchen Seelenstaub und ich kann es dir zeigen. Ah, okay, cool. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. Streut er mir einfach so in die Nase. Nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das geht nicht an. Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. So werden wir also wieder normal. Okay. Schön, wen haben wir noch? Ein Kadett haben wir hier noch, dann hätten wir noch Horas. So, das ist also dein Leben, ja? Du redest von der Seefahrt? Nicht nur, auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden. Mal sehen, was der sonst noch so erzählt, der gute Mann. Was denkst du denn hier über diesen Ort? Was denkst du über diesen Ort? Dieses Dschungelvolk finde ich amüsant. Die glauben wirklich an den Unsinn, den sie da predigen, oder? Gut, ja. Sie können ein paar tolle Zaubertricks, aber reichen die wirklich, um die Geschicke der Welt beeinflussen zu können? Ich denke, ich hab was für dich. Ich denke, ich hab da was für dich. Alles klar, schieß los. Leonard hat mir etwas über Bergkristalle erzählt. Und was denkst du darüber? Er sagte, er hätte einige davon in einer zerschlagenen Druse in einem reißenden Fluss gefunden. Okay, Druse, reißendes Wasser, merken wir uns das. Ramon war sehr gesprächig. Er meinte, er hätte einige Bergkristalle in einem Gewässer nahe eines Berges gefunden. Ah ja, das hilft uns vielleicht weiter, danke. Ich habe mit Cisco gesprochen. Und weiter?
Er meinte, dass er ein paar Bergkristalle an einem Flussdelta fand. Sie waren ziemlich geschliffen. Dann hatten sie wohl einen weiten Weg den Fluss entlang. So, ich denke, das waren jetzt alle Wächter, die die Magier entsandt haben. Du hast tatsächlich alle gefunden. Keine schlechte Leistung. Hoffen wir, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Ich kümmere mich nun um den Rest. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Freund. Okay. Interesse an Bergkristall? Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. 5 Bergkristalle. Bergkristalle kann ich ja wohl mitnehmen, ne? Das ist ja egal, weil ich brauche ja nur diese magischen Kristalle. Ich mache jetzt hoffentlich nichts falsch. Das werde ich Speicherkurs, ich habe Angst. Das war doch bestimmt noch nicht alles, oder? Das war doch bestimmt noch nicht alles, oder? Auf keinen Fall. Ich schätze, ich weiß jetzt, wo wir nach Bergkristallen suchen müssen. Tatsächlich? Nach allem, was wir wissen, befinden sich Bergkristalle in der Nähe von Wasser und Bergen. Was ist also naheliegender, als bei großen Wasserfällen zu suchen? Nette Idee. Na klar, versuch es. Ich schwöre dir, ich habe recht. Okay. So, warte, eben kurz quicksafen und dann reden wir nochmal mit ihm. Ich gebe ihm jetzt mal ein paar von den Dingern. Interesse an Bergkristallen. Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Klar. Hast du was gefunden? 5 Stück, bitteschön. Hier, 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Ah, nice, hier, bitteschön. 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Ja, das läuft ja wunderbar. Hier, 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Dann können wir aber wieder ordentlich zaubern. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Meine Gegenleistung, ja gut, dann ich mach mal noch hier, die Party. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Gegenleistung. Dankeschön, das war doch ein nettes Gespräch. Quick safen. So, Jaffa, wie sieht's bei dir aus? Schönes Schiff. Jip, jip. Jaffa ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Na, wenn Jaffa das sagt. Was sagt ein Gnom denn zu dieser Gegend hier? Was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Gnome haben viel gemeinsam mit den Dschungelmenschen. Sie sind viel in der Natur und verehren alles, was aus der Erde kommt. Wie dieser Jadestein hier, den ich bei ihnen fand. Trotzdem irritiert mich diese Sache mit dem Voodoo. Böse Geister sind pfui pfui. Pfui pfui. Gut, er hat sonst nichts mehr zu erzählen. Dann haben wir hier noch einen Kadett. Da ist Mendoza. Hey, du. Ja. Was geht's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier an den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Diese menschenfreundliche Kacke. Und? Was sagst du nun zu meinem Chef? Beachtlich. Das macht dich allerdings noch nicht zum großen Heerführer. Du wirst ein halbes Dutzend solcher Schiffe brauchen, wenn du es mit den Schatten aufnehmen willst. Kannst du mir auch helfen oder machst du nur so große Sprüche? Nee, was kannst du mir denn über diesen Ort hier erzählen? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Götzenanbeter, allesamt. Keiner von ihnen hat auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie es wirklich um die Geister im Schattenreich bestellt ist. Mit ihren Quacksalbereien bringen sie die Geister nur auf falsche Gedanken, auf dass sie nur noch mehr umherirren. Verflucht seid ihr Unwissenden. Er sieht echt schön aus, so. Kannst du mir irgendwie helfen oder bist du nur am Kacke labern hier? Kannst du mir auch helfen oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Oh ja, da war ja was. Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. So machen wir das. Kennst du das hier? Ist das irgendwie so eine Art Seelenstaub? Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Menschen. Für uns Geister allerdings. Dann würdest du ihn mir abkaufen? Warum nicht? Für jeweils 5 biete ich dir Gold. Du weißt aber, dass man damit Seelen auch reinigen kann, oder? Okay, ich mag es, wenn Seelen zu reimen. Mit Staub reinigt man Seelen? Mit Staub reinigt man Seelen? Ja, er macht sie menschlicher. Aber zeigen werde ich es dir nicht. Da musst du dir schon einen anderen Idioten suchen. Okay. Hier, Seelenstaub gegen Gold. Ich habe meinen Geist verloren, Bruder. Ich habe meinen Geist verloren. Wie tragisch. Was interessiert mich das? Du bist ein Geist. Hilf mir, meinen wiederzufinden. Das ist nicht so einfach. Du bist nur ein leerer Fleischsack und dein Geist ist weit entfernt auf der anderen Seite.
Er irrt dort herum und findet keine Ruhe, so wie wir alle im Schattenreich. Du musst ihn zu mir bringen. Du musst ihn zu mir bringen. Einen Dreck werde ich. Was mich angeht, gefällt mir dein Zustand so, wie er ist. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich hoffe, ich werde es miterleben. Ach, Alter, was für ein Arsch. Du wirst mir gehorchen oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Ich werde ihn einfach so zerklötern. Du wirst mir gehorchen oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Pah! Meine Vernichtung wird an deinem Zustand nichts ändern. Nein, aber schaden wird sie mir auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege, wäre ich ohne dich sogar viel besser dran. Ich denke, ich zerschlage deinen Seelensplitter gleich hier und jetzt. Mistkerl! Na schön, wie du willst. Ich denke, ich hätte da etwas, was dir helfen könnte. Warum denn nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Was hast du anzubieten? Dein Körper ist schon halb tot. Trotzdem bist du noch kein Scharge der Unterwelt. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Träume. Du redest von Träumen, oder? Träume. Du redest von Träumen. Ja, verdammt, wovon denn sonst? Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes und erlebst, was er erlebt. Die Verbindung hält nur leider nicht besonders lang und ist instabil. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir etwas mehr Kontrolle über deinen und über andere Geister zu verschaffen. Cool, das machen wir aber gleich. Erstmal machen wir jetzt hier ein kleines... Was? Oh. Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Das wird auch warten. So, meine Lieben, wir machen nämlich jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen, ganz hier müdigen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.